Ja, nachdem Jena Wohnen seine Konzernzentrale hierhin verlegt hat an den Rämen, ist jetzt das nächste Bauvorhaben dran. 32 Wohneinheiten hier am Rämen, Wohnen an der Tonnenmühle. Ich denke, ein sehr attraktiver Platz, um in der Innenstadt Wohnungen zu schaffen. Und ein interessanter Platz auch, um das ganze Umfeld neu zu gestalten. Das wollen wir tun als Stadt, zusammen auch mit Jena Wohnen. Ja, ich freue mich heute ganz besonders, dieses Projekt hier vorstellen zu können, weil uns das für uns eine besondere Wichtigkeit hat. Wir haben ja über 500 Wohnungen, an denen wir bauen, aber die sind mir fast die liebsten, weil die auch eben ein Zeichen sind, dass diese untere Innenstadt wieder vitalisiert und lebendig wird. Es ist geplant, dass wir am Rämen 3, also hinter uns das Gebäude, Ende August fertigstellen werden. Am Rämen 5 wird es etwa so Oktober, November werden, wo wir mit dem Gebäude fertig werden und praktisch dann die ersten wieder einziehen können.